Hallo, liebe Zuschauer, wir sind einmal mehr auf dem Game Boy Advance mit einem klassischen Dungeon Crawler, Mazes of Fate. Ja, tatsächlich, vor hunderten von Jahren war das Land von Akiel reich und wunderschön. Ja, tatsächlich gibt es auch Dungeon Crawler auf dem GBA und das Teil hier ist gar nicht so schlecht. Unter dem Segen der Götter war das Land fruchtbar und die Menschen lebten glücklich zusammen. Aber die Menschheit nahm den Wohlstand als selbstverständlich hin, blieb von den Tempeln fern und begann, mächtige Erzmagier zu verehren. Ja, wir gehen nicht mehr in die Kirche und gucken RTL. Als die Götter das sahen, nahmen sie ihren Segen zurück. Das Land wurde unfruchtbar und das Elend folgte. Im Königreich von Karsh wurde die Hoffnung durch einen Helden wiedergeboren. Harlak. Dein Bruder ist Haarspray. Er sammelte dann seine Leute um sich herum, zeigte ihnen ihre Fehler und führ sie in den Weg. Aber die Netherlings, eine böse Macht, die sich in der Unterwelt versteckten, verhinderten mit der Unterstützung einer Rebellion seine Pläne. Ich komme über diesen Haarlack-Witz nicht weg. Ich finde den gut. Seither leiden die Menschen. Einige haben die Hoffnung aufgegeben, andere warten auf den Helden, der sie, ja, wahrscheinlich erlösen wird. Mazes of Fate. Und ich denke mal, dieser Held sind wir. Wähle einen Charakter. Duma, der Krieger. Katja, die Schurkin. Hallo, Katja. Was haben wir denn? Naveral, der Magier. Eigener Charakter. Ah, man kann sogar einen eigenen Charakter erwerfen. Das ist ja mal richtig cool. Sollen wir mal einen eigenen Charakter erwerfen? Komm, einen eigenen Charakter hier. Wähle ein Porträt. Wir nehmen natürlich das Porträt von Katja. Ah, verfügbare Punkte. Auf was gehen wir denn? Auf Stärke natürlich. Ihr wisst, ich bin eher so der Hau drauf. Ausdauer bestimmt die Resistenz gegen Attacken. Okay, Fähigkeit. Bestimmt, wie schnell der Charakter ist und verbessert einige Diebeskünste. Weise sind wir natürlich auch. Aber den Rest packe ich auf Stärke. Ha! Damit wir nämlich auch morgen noch kraftvoll zuschlagen können. Okay, das war jetzt nicht unbedingt die allerumfangreichste Charaktererstellung, die ich jemals gesehen habe, aber ich denke mal, für unsere Zwecke wird es reichen. So, komm hier, Star. Star wie Standi, 4 Punkte zu vergeben. Ah, jetzt war das doch noch nicht fertig. Körper, Magie, Schurke. Ich gehe natürlich auf Zweihandwaffe, oder? Ihr kennt mich. Ausweichen ist sicherlich nicht ganz unwichtig. Gift, Widerstand, Ausdauer, Genähung. Genesung. Was haben wir hier? Meditation, Mana-Training. Was ist denn Akina? Magisches Talent und Energie. Materie und Zeit. Okay. Schlösser knacken. Ist sicherlich auch nicht unwichtig. Falschen und Eloquenz. Also kann man hier doch einiges am Charakter verändern. Ich gehe aber nochmal auf schnelles Heilen. Erhöht die Rate, mit der die Trefferpunkte HP regeneriert werden. Machen wir. Okay. Willkommen in der Taverne, der große Tuna. Star. Ich bin Tuna. Wie der Tuna. Drück A, um fortzufahren. Ich bin der Tuna, wie der Tuna? Wie der Thunfisch? Oder wie? Was ist ein Tuna? Er ist ein mythisches Biest, das die Meere tyrannisiert. Wie ist die Lage derzeit? Wir haben 100 Gold, sehr schön. Nicht so gut. Hoffnung ist dringend nötig in diesen schweren Zeiten. In letzter Zeit haben viele Leute von sehr lebhaften Albträumen berichtet. Wenn du mich fragst, muss etwas sehr Böses diese verursachen. Ich glaube, es fing an, als der Tempel vor ein paar Wochen ausgehoben wurde. Ich würde gerne helfen. Was ist in dem Tempel, von dem du redest? Was ist in dem Tempel, von dem du redest? Er ist aus einem anderen Zeitalter, als wir noch näher zu den Göttern standen. Sie nennen ihn den verlassenen Tempel. Dum, 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 dum. Der verlassene Tempel. Ich würde gerne helfen. Irgendwelche Ratschläge? Jetzt, wo es erwähnt, ja, meine Tante hat ein großes Problem. Leider bin ich derzeit sehr hier in der Taverne beschäftigt. Einige Kreaturen haben ihren Keller besetzt. Natürlich, gehe in den Keller, töte die Ratten, sozusagen. Zuerst solltest du mit dem Meisterkrieger sprechen. Er hat mehr Ahnung davon, was dort los ist. Okay, ich mache es. Wo kann ich ihn finden? Hier, ich zeige dir die Gegend auf deiner Karte. Na, dann zeig mal. Master Warrior. Dann gehen wir da direkt mal hin, oder? Dankeschön, auf Wiedersehen. La 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 la, gehen wir mal zum Meister Warrior. Der Baracke der Wachen. Master Warrior. Warum bist du in meinem Haus? Tuna hat mich geschickt. Er sagte mir, du wüsstest, was im Keller seiner Tante passiert. Ja, natürlich. Einige riesige Ratten.
Ratten haben den... Natürlich Ratten. Den Keller übernommen und sie ist zu ängstlich, um dort hinunterzugehen. Leider haben mich meine Kräfte vor langer Zeit verlassen, also kann ich nicht kämpfen. Okay, ich denke, ich könnte gegen sie antreten. Naja, das ist kein gewöhnlicher Kampf. Diese Kreaturen sind riesig. Du musst vorbereitet sein. Weißt du noch, wie man kämpft? Nee, bring mir das mal bei. Kannst du mir ein paar Tipps geben? Okay, ich gebe dir diese Tipps. Wenn du im Keller bist, musst du dich daran erinnern, dass du 3 Aktionen durchführen kannst. Bewegung, Kampf und Interaktion. Wenn du in den Keller gehst, kannst du dich darin bewegen. Du kannst verschiedene Räume und Durchgänge erforschen. Außerdem kannst du deine aktuelle Aktion auf Angriff oder Interaktion mit Gegenständen oder Elementen wechseln. Verlieselemente sind Hebel, Türen und Knöpfe. Du kannst sie im aktuellen Level finden. Ich denke, wir kommen klar. Ist nicht der erste Dungeon Crawler, den ich spiele. Jetzt geh zum Haus der alten Frau. Erzähl ihr, dass ich dich geschickt habe und töte diese Kreaturen. Lass mich dir ihr Haus zeigen. Danke. Das hilft mir sicherlich weiter. Ach, direkt in der Taverne. Alten Frau. Muss da nicht alte Frau stehen oder Altherrfrau? Alten Frau, also Haus der alten Frau. Ja gut, das ist schon, macht Sinn. Egal, wir gehen ein paar Ratten kaputt schlagen. Kann ich hier irgendwas machen? Ach ja, wir sind ja Mädchen, haben mich gerade schon gewundert. Ein Kriegermädchen. Ja. Hallo, alte Frau. Hallo, was bringt dich hierher? Bist du hier, um mir zu helfen? Bitte, ich kann nicht mehr in meinem Keller. Es ist schrecklich. Ja, ich bin hier, um dir zu helfen. Der Meisterkämpfer erzählte mir von deinem Problem. Ich kümmere mich um die Ratten. Ruf die Wachen, die verdienen damit ihr Geld. Na komm, ich bin eine Heldin. Ich habe keine Zeit für solch unwichtigen Angelegenheiten. Naja, komm, das machen wir, ist doch klar. Vielen Dank, ich werde auf euch warten. So, und schon sind wir im Keller. Oben sehen wir die Karte, wir können uns drehen, das ist ganz praktisch. Können wir irgendwas mit den Schultertasten machen? Nein. Können wir hier was machen? Angreifen, greif die Kiste an. Los, Angriff. Geht nicht. Und du hast den Kalter der alten Frau betreten. Durchsuch alles, um diese Quest, ist ja auch egal, abschließen zu können. Select betätigen, wenn du einen Blick auf deine Autokarte nehmen möchtest. Okay. Das ist Gegengift, okay. Und das ist schwarzer Trank. Stell wieder 10 Trefferpunkte her. Das ist super, habe ich jetzt aber überhaupt nicht angeklickt. Campen können wir auch. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so wichtig. So, kann ich das hier untersuchen? Angreifen? Nee. Ja gut, dann gehen wir einfach mal weiter. Diese Tür kann durch das Ziehen eines Hebels geöffnet werden. Probiere, den Hebel zu finden, der diese Tür öffnet. Der kann ja nicht so weit entfernt sein. Nein, nicht. Na, dann nehmen wir einfach den. Gut, du hast den Hebel gefunden. Öffne dein Interaktionsmenü durch einen Druck auf B. Du solltest jetzt deine Hand über den Hebel sehen. Drücke A, um ihn zu ziehen. Mach ich. Oh, die Tür öffnet sich. Ah, man kann mit den Schultertasten doch strafen. Von links nach rechts. Das ist gut. Gut gemacht, du bist dabei, dein erstes Monster zu bekämpfen. Schaue genauer auf die roten Zahlen in deinem Charakter. Diese sind deine Trefferpunkte, also die 11. Ja, ist auch klar, da wo das Herz ist. Lass sie niemals 0 erreichen. Das ist wahrscheinlich ein guter Tipp. So. Merke dir, wenn du vor einer Ratte stehst, drück A, um in den Kampfmodus zu wechseln. Wähle dann Angriff und wähle dein Ziel aus. Angreifen. Zack, enorme Ratte. Bam, daneben. Nochmal angreifen, enorme Ratte. Bam. Es lässt nur noch Blut zurück. Gibt's hier sonst nichts im Keller? Ja, nicht, es war nur eine Ratte. Das war verkehrt. So, genau. Hallo, noch mehr Ratten? Eine offene Truhe. Du kannst sie durch Drücken von A durchsuchen. Aber sollst du das Eigentum deiner alten Frau durchsuchen? Klar, sollen wir das. Goldbeutel, klein. Ein kleiner Goldbeutel. Den nehme ich. Ja, weiß nicht. Wow, Hilfe! Nein, nicht daneben schlagen. Nicht daneben schlagen. Wir haben im Moment doch gar keine Waffe, ne? Fällt mir mal gerade so auf. Oh. Wir sind wahrscheinlich die einzigen Abenteurer, die ohne Waffe in so einen Keller gehen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt echt ein schlechtes Gewissen, dass wir hier die alte Frau bestohlen haben. Hier ist aber nichts mehr, ne? Mal auf die Karte gucken. War es das?
gucken, wenn ich mich jetzt nach links drehe. Das sieht aus wie eine Tür, oder? Wo wir vorstehen. Oder ist damit einfach nur die Kiste gemeint? Naja, gehen wir mal wieder raus aus dem Keller. Ich denke, die Aufgabe ist erledigt. Dankeschön. Ich komme gleich wieder. Ich habe etwas für dich. Sollen wir uns einfach bedanken? Wo sollen wir ja sagen, dass wir das Gold gefunden haben? Komm, es sind nur 7 Goldstücke. Wir klauen nicht eine alte Frau. Das lohnt sich nicht. Nachher haben wir ja einen schlechten Ruf in der Stadt und fliegen raus. Ich habe einen Beutel mit ein paar Kronen im Keller gefunden. Du kannst es behalten. Du hast es dir verdient. Danke und auf Wiedersehen. Ja, super. So. Merkt euch, liebe Kinder, draußen an den Empfangsgeräten, ehrlich wert am längsten. Wir haben XP erhalten. Sehr schön. Und Charakterstatus. Schauen wir uns den nochmal an. 24 von 100. Dann erreichen wir das nächste Level. Sehr schön. Was können wir denn anlegen? Haben wir irgendwas? Wir haben doch eine Waffe dabei. Normaler Dolch. Basiskampf 2. Zauberkraft 20. Okay, Schnelligkeit 69%. Aber das ist doch mal ganz gut. Ansonsten haben wir keine Kleidung. Das ist wenig, oder? Benutzen. Den Zwang brauchen wir nicht. Wir haben ja keinen Schaden genommen. Was kann man hier machen? Andere. Nagora, wie gesagt, gegen Gift, Fertigkeiten, das kennen wir schon. Zaubersprüche haben wir noch gar keine. Die gibt es in einfach, mittel, fortgeschritten und spezial. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die Zaubersprüche funktionieren. Ich kann mir aber vorstellen, dass man irgendwelche Muster drücken muss. Deswegen sind sie dann wahrscheinlich auch unterteilt in einfach, mittel, fortgeschritten und spezial. So, mal gucken, ob wir noch einen Auftrag kriegen. Irgendwo hier die große Tuna-Taverne. Willkommen zurück. Konntest du das Problem mit den Ratten bei meiner Tante bereits lösen? Ja, das Problem ist gelöst. Oh, danke. Du hast dich als würdig erwiesen. Du solltest meine anderen Gäste kennenlernen. Hier in der Stadt gibt es mehr Probleme, als wir lösen können. Dafür sind wir da. Okay. Mit wem reden wir mal? Komm, hier. Du siehst sehr vertrauenserweckend aus mit deinen grünen Augen, grünen Haaren. Hey, Kuppel. Kannst du mir einen Drink kaufen? Ich muss den Albtraum von gestern vergessen. Ja, hier, komm. Gut, hä? Noch ein? Ich habe keinen Kronen mehr. Du Geizhals. What? Lass mal vor die Tür gehen. Was willst du? Wer seid ihr? Wer sieht die Bande der aufgehenden Sonne? ich würde gerne mehr über eure Abenteuer wissen. Okay, ich kann dir über die Zeit erzählen, als wir gegen die Ziegenmenschen oder die Netherlings gekämpft haben. Was sind die Ziegenmenschen? Diese Kreaturen haben menschliche Körper, aber den Kopf einer Ziege. Einige sagen, dass sie uns lehren können, wie wir die Gunst der Götter wiedererlangen. Aber warum habt ihr dann gegen ihn gekämpft? Warum habt ihr dann gegen ihnen gekämpft? Ich verwarne ihnen. Ich danke sie. Sie sind böse. Eine Gruppe hat uns in der Wildnis angegriffen. Und wir sind immer noch alle hier. Erzähl mir über die Netherlings. Ich habe gehört, dass sie menschliches Blut trinken. Wir haben eine Gruppe von denen gesehen. Wir haben die Höhlen bei El Paso durchsucht. El Paso, egal in welchem Universum man sich bewegt, es gibt immer und überall ein El Paso. Wir haben sie angegriffen, aber sie haben das verfluchte Daim gewandt. Whatever. Was ist Daim? Ist das nicht so ein Schokoriegel? Daim ist die verbotene Magie, die Magie der Toten. Was ist dann passiert? Ich hänge an euren Lippen. Bin mir nicht sicher. Wir wachten an der Oberfläche auf. Haben sie euer Blut getrunken? Ich glaube schon. Ich hatte seither schreckliche Träume und Kopfschmerzen. Das ist alles, was ihr von eurem Leben als Abenteuer erzählen könnt? Nee, komm, danke, Wiedersehen. Wir machen die nicht an. Die sehen gefährlich aus. Was ist mit dir hier? Hallo! Ich bin der Barde, ich singe. Würdest du ein Lied singen? Tut mir leid, aber dafür bin ich zu traurig. Was passiert? All diese Albträume vernebeln mir die Sinne und mein Freund Draul. Er ist vor 3 Tagen verschwunden und ich glaube, er ist in Gefahr. Verschwunden? Wie? Es scheint so, als hätten ihn ein paar Schläger entführt und hielten ihn gegen ein Lösegeld fest. Haben die sich denn schon gemeldet? Hast du die Wachen informiert? Der Butler hat Drauls Vater davon abgeraten. Er meinte, die Schläger könnten Draul etwas antun.
Er hat mich sogar bedroht und mich nicht ins Haus gelassen. Bling, bling. Okay, ich werde dir helfen. Würdest du mir 1500 Kronen für das Lösegeld geben? Hast du... Hä? Geht's noch? Nein, aber ich rede mit Drauls Vater und erledige das. Dankeschön, ich werde dir sagen, welches Drauls Haus ist. Sei vorsichtig. Das sieht so aus, als hätten die selbst genug Kronen. 1500. Was denn hier? Ist das Pinnwand oder was? Du siehst zwei Notizen und ein Gesuchtschild. Erste Notiz lesen. Es heißt, tapfere Krieger gesucht, um die Ruinen eines alten Tempels zu erforschen. Sprecht mit dem Anführer, der Baron. Okay. Es heißt, Abenteuer gesucht, um den Wachen bei ihren Erkundungen zu helfen. Belohnung 7 Kronen, der Anführer. Und das Gesuchsschild lesen. 100 Kronen für diesen Mann, tot oder lebendig. Cool. Also, es gibt genug zu tun hier in der Stadt. Wie komme ich denn hier raus, sag mal. Willkommen, Star. Was kann ich trinken? Bier oder Met? Was darf es sein? Nichts, danke. Ich möchte raus. Hilfe. Genau. Gehen wir nochmal zu Drauls Vater. Guten Morgen. Was kann ich für Sie tun? Darf ich mit deinem Herren reden? Ich fürchte, er ruht sich gerade aus. Vielleicht später. Ich möchte mit ihm über seinen entführten Sohn reden. Alles, was Sie ihm sagen wollen, können Sie auch mir sagen. Nein, ich werde seinen Sohn befreien, deshalb muss ich mit ihm reden. Verschwende meine Zeit nicht damit, mit Ihnen zu reden, aus dem Weg. Ich kann respektlose Jünglinge nicht tolerieren. Sind wir jetzt gerade rausgeschmissen? Hallo? Guten Morgen, was kann ich für Sie tun? Wir hatten einen schlechten Start, fangen wir nochmal von vorne an, ja? Ich bestehe drauf. Nein, ich möchte auch für einen Sohn, genau. Vielleicht... Nein, ich werde seinen Sohn befreien. Ja, komm, hier, das machen wir. Sie retten niemanden. Das ist eine ernste Angelegenheit. Und das Einzige, was wir jetzt machen können, ist, damit Herr Draul zurückkommt, ist Ruhe zu bewahren. Verstanden? Nein, ich werde ihn finden. In diesem Fall, können Sie zum alten Haus gehen, damit wir dort reden können? Hä? Ja, natürlich. Schön, ich werde den Ort auf der Karte markieren. Wir sehen uns dort. Na, der Typ ist mir doch irgendwie zwielichtig. Ich weiß nicht. Das ist das Haus im Hintergrund oder das hier vorne das? Normaler Laden. Nee, dann das hier hinten. Oh oh. Oh oh. Oh, Dungeon. Warum hat er mir nicht erzählt, dass es ein Dungeon ist? Ah. Zack. Aber hier ist nichts, oder? Durchgang. Es ist ein Hinterhalt. Oh nein! Ha! Verdammte Schurken. Oh nein! Tot? Du bist erledigt. Da habe ich jetzt aber nicht drauf aufgepasst. Ich habe gemerkt, dass ich von der Seite angegriffen wurde, aber dass es so schlimm ist, habe ich nicht gemerkt. Neues Spiel starten, Spiel laden. Ich habe nicht gespeichert, oder? Schade. Mazes of Fate. Es geht absolut in Ordnung für einen Dungeon Crawler und ja, dass es sowas auf dem GBA gibt. Warum nicht? Es ja, geht in Ordnung. Kann man nicht anders sagen. Kann man spielen, wer Dungeon Crawler mag. Ja, Mazes of Fate ist gar nicht so übel. Bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Falls wir auch, weiß ich nicht, vielleicht mal wieder durch irgendein Dungeon crawlen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.